Schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei für günstige Spiele-Keys. Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, wieder hallo. Es kommt zurück zu einem wunderbaren weiteren Mod-Video hier in BeamNG Drive. Wir sind zurück mit einem wunderschönen neuen Fahrzeug, dem Civetta Mondena. Ein Fahrzeug, was natürlich, er ist angelehnt an den Ferrari 360 Modena und ich verbringe die beiden Namen von den beiden jetzt immer wieder nonstop durcheinander, weil der Modder natürlich ein bisschen gewieft vor den Namen natürlich, ja, klarmstechnisch ein bisschen daran angelehnt hat, woran dieses Fahrzeug inspiriert ist. Aber muss sagen, der Modder füllt mit diesem Fahrzeug eine sehr, sehr schöne Lücke. Also die Lücke war nicht schön, jetzt ist sie schön, beziehungsweise nicht mehr da ist, weil wir hatten. Ne, Civetta, ich habe immer noch die Marke ausspricht, Bullet und den Scintilla. Und ihr seht, da sind ein paar Jahrzehnte dazwischen gerutscht und da passt der Mondello so rum. Wunderbar rein und macht hier eine schöne Lücke. Wie gesagt, basiert so auf den 360 Modena Ferrari, absolut schönes Fahrzeug nebenbei in echt. Und den wir uns heute anschauen, ist auch der erste Paid-Mod, den wir uns angucken. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe für diesen Mod Geld bezahlt. Um mal kurz zusammenzufassen, was ich davon halte. Ich finde das persönlich gar nicht mal so schlimm, weil in diesen Mods, wenn sie von Grund auf neu aufgebaut sind, also jetzt natürlich nicht, wenn sie von anderen Sachen bedienen, bla bla bla, ist brutal viel Arbeit drin und da werden schon einige Stunden, wenn nicht Wochen teilweise in solche Fahrzeuge oder Monate in diese Fahrzeuge versenkt. Und natürlich können wir jetzt sagen, das ist sowas ein Hobby, da kann er selbst aussuchen, wie er seine Freizeit zu verschwenden hat. Das ist natürlich auch eine Attitüde, mit der man da reingehen kann, aber ich finde an sich, wenn wir solche hochwertigen Mods dafür bekommen, bin ich damit vollkommen fein. Natürlich, wir werden heute mal ein Video rausfinden, ist der Wagen so hochwertig, dass man dafür Geld bezahlen sollte. Der hat immer nämlich 3,30 Euro gekostet. Ne? Damit ist er günstiger als der McLaren, als der Need for Speed Heat, wo ein ganzes Team dran gearbeitet hat. Und EA eindeutig die Kohle dafür hätte nicht nehmen müssen in dem Umfang, aber lassen wir das. Auf jeden Fall, wir haben uns das heute anschauen. Wie gesagt, einer der ersten Paid-Mods, die wir uns jetzt mal in diesen Videos angucken. Es werden immer mittlerweile ein paar mehr. Das Schöne ist, ihr habt bei allen Paid-Mods meistens auch eine Demo-Version. Also ich werde euch den Link natürlich ins Forum wieder reinpacken. Da könnt ihr die Demo-Version von diesem Mod runterladen, bekommt eben dieses Basisfahrzeug, was wir jetzt hier haben, den ganz normalen 360er. Den bekommt ihr dann eben zum Austesten. Und wenn ihr sagt, okay, ey, der gefällt mir richtig gut und ihr wollt noch mehr Konfigurationen haben, dann könnt ihr mit einer kleinen Spende euch diesen Mod beim Modder holen, beziehungsweise die Seiten, die er da verlinkt hat. Und wie gesagt, ich bin da jetzt an sich erstmal nicht super negativ für, weil es ist super viel Arbeit. Und wenn wir dafür hochqualitative Autos bekommen, bin ich damit fein. Solange jetzt nicht jedes Auto jetzt hier ein Paid-Mod wird, alles cool. Aber ich wollte da mal reinschauen und mal gucken, was man für eine Qualität dafür erwarten kann. Ja, wie gesagt, Mondello heißt der Kollege, wie gesagt, basiert auf dem 360 Modena. Ich denke mal, an der Front sieht man es am stärksten. Heck ist doch deutlich weiter nochmal abgewandelt worden, damit es ein bisschen mehr abweicht. Schönen V8-Motor haben wir drin. Hier in dem Fall auch die handgeschaltete Variante, die ihr seht, aber auch, die ist aber auch qualitätstechnisch, wie gesagt, ist qualitätstechnisch schon nicht verkehrt. Also alleine, ich finde das Leder am Lenkrad und die ganzen Armaturen und auch dieser Mondello-Schriftzug am Armaturenbrett, das ist schon vom Detailgrad, ist schon sehr lecker, würde ich mal sagen. Da kannst du nicht meckern, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Arbeit, die hier passiert ist. Und was ich auch eine sehr gute Arbeit finde, ist der Motorklang. Ich versuche den jetzt gerade mal einzufangen. Da gehen wir auf. Ja. Hört mal. Ja, okay, ich versuche es gleich mit normalem Fahren, aber der V8. Der in der kleinen Kiste hier drin ist schon geil. Und ich glaube, wenn wir Traktionskontrolle anschauen, müssten wir auch hier wieder Klappen machen, ne? Ne, Stutep inactive. Ne, das ist immer inaktiv. Okay, wir können nur Traktionskontrolle an- oder ausmachen. Wir machen sie mal aus und ich würde sagen, wir drehen mal eine kleine Runde mit dem Kollegen. Und schauen uns dann gleich natürlich auf seine andere Variante an, die wir natürlich, wie gesagt, dank dessen, dass ich die volle Version geholt habe, auch habe. Wie gesagt, ich finde ihn klangtechnisch sehr, sehr geil. Weil er klingt halt wirklich Ferrari-mäßig, vor allem wenn er hochdreht. Warte mal. Ist schon okay. Ich würde sagen, der Ferrari-Charme kommt schon auf jeden Fall durch. Deswegen laufen wir mal gerade durch. Das ist schon okay, muss man sagen. Das muss man schon sagen. Die Automatik funktioniert so ein bisschen weird. Das ist mir das Einzige, was mir aufgefallen ist. Wir fahren gerade die manuelle Variante. Aber die Ingame-Automatik hat mit der Variante irgendwie so ihre Zickereien. Irgendwie kriege ich den nicht so gehalten, dass er mal seine Gänge hält. Sondern ich bin immer im falschen Drehzahlbereich. Aber das klingt schon, muss man sagen, sehr, sehr lecker. Da kann man sich nicht beschweren. Das klingt schon, ist schon okay auf jeden Fall. Und er fährt sich auch dabei wirklich, wirklich gut. Also das Handling ist auf jeden Fall sehr, sehr in Ordnung. Also so viel dazu. Und da kann man nicht meckern. Auch wie gesagt, optiktechnisch, das Model ist schon auf einem guten Niveau. Das passt schon alles. Vom Modeling würde ich erstmal schon mal nichts Negatives sagen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, wie ist denn auch so vom Crash-Modell, ne? Weil wir spielen ja immer in BeamNG Drive.
Und wir wollen die Karre natürlich auch mal ein bisschen crashen. Hoppala. Erstmal wollen wir mit reindrehen und dann nochmal rumdrehen. Ja, vielleicht machen wir noch einen schönen Donut. Und geben dem Kollegen den kompletten Bitch-Slap. Ah, ja, aber irgendwas? Ne, ich glaube, das ist noch gut gegangen für uns, ne? Ja, es war ja auch ein sanfter Slap. Das war ja auch nur so ein bisschen so, wo ich hier ein bisschen die Spaltmaße ein bisschen verzogen. Aber na gut, wir gucken mal. Wir schauen mal, was so geht. Komm, hoch jetzt hier. Aber fährt sich da angenehm. Also man kann mit ihm sehr gut umgehen. Und wie gesagt, ist die Basisvariante. Wir haben noch zwei, drei andere Varianten. Deswegen werden wir uns mit dem auch nicht zu lange beschäftigen, weil wir haben noch andere Kfz, mit denen wir hier Spaß haben wollen. Deswegen jumpen wir mit ihm jetzt erstmal kurz die Klippe runter. Hopp. Oh, ich merke gerade, unsere Stoßstange ist leicht aus... Ja. Stoßstange ist leicht ausgerastet und unsere Kofferraumklappe ist auch nicht mehr so ganz geil. Der macht aber Spaß. Also Spaß macht er auf jeden Fall. Und der Klinker, also der Klang ist halt wirklich, ich glaube, momentan so das Highlight. Hoppala, Bordsteinkante, au. Ja, Stoßstange wird immer weiter zusammengestaucht, passt schon so. So, dann schauen wir nochmal. Das Fahrwerk dürfte das überhaupt nicht abkönnen, weil es nicht dafür konzipiert ist. Wir schauen mal. Oh, erster Einschlag ging ganz gut. Spiegel hängt runter, lustigerweise. Jetzt ist er wieder oben. Schwerkraft regelt. Ja, so leichte Glitches hier vorne. Da vorne um den Reifen. Der Kotflügel ist aber nicht ganz so lecker. Die Außenvorlage ist wild am Wackeln hinten in der Aussparung. Aber vorne links die Kotflügel finde ich optisch noch nicht ganz so geil, wie der arbeitet. Wir schauen mal. Oh Gott. Aber das Fahrwerk macht's mit. Der Kühler ist mittlerweile im Arsch. Oh, wir gehen bös seitwärs runter. Oh, oh. Ja, natürlich warten alle. Dankeschön. Ja, es bleibt wie es in der Fahrzeugfamilie, ne? Wunderbar. Oh, schön Rinder. Okay, Kühler qualmt. Tür ist gut eingedrückt. Scheiben sind auf jeden Fall schön gerissen. Spiegel hängen beide runter. Wie gesagt, das hier so ein bisschen wild am Glitschen. Aber ich glaube, es ist die Radausschale, die sich komisch da durchdrückt. An sich ist die Verformung sonst aber ganz nice. Und der fährt, glaube ich, auch noch normal. Also ich glaube, die Dämpfer jetzt komplett durchgeprügelt sind, aber ja, wir werden mit keinem Auto, was noch heile ist. Ne? Heißt, ich fahre den Berg gerade nochmal schnell hoch. Ah, da geht noch was. Oh, ich glaube, die Außenvorlage ist undicht. Das klingt zumindest stark danach gerade. So, komm, da geht noch einer. Oh. Okay, jetzt haben wir die Ölwanne durch. Oh, die Außenvorlage ist auch verrutscht. Die schmilzen sie jetzt schön die Heckschutzstange an. Auch entspannt. Auf ganz entspannt macht die das. Oh Gott. Oh, das war ein schlechter Sprung. Aber jetzt können wir wenigstens schön Unfall. Ist der Scheinwerfer draußen oder? Warte mal. Wo ist der Scheinwerfer jetzt hin? Ich suche den Scheinwerfer gerade ernst gemeint. Da ist die Stoßstange. Unser Scheinwerfer hat sich aber auch verflüchtigt. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade hingeflogen ist. Da fliegt unser Kotflügel. Oh ja. Ah, doch so vom ersten Schadensmodell? Ja, doch. Ach Gott, vor allem von den Details hier so. Doch. Das geht schon fit. Das kann man schon so lassen. Wie gesagt, die ein, zwei Glitches, die ich hier so, wie gesagt, in dem Kotflügel so habe. Aber hier seht ihr, der Lüfter hängt hier sogar schief hier. Ich denke mal, Ölkühler wird sein, der da gerade Chap hängt und sowas. Das ist schon schön gemacht, muss ich sagen. Stoßstange hängt auch schön runter. Kannst du nicht meckern. So allgemeine Schadensmodell ist schon auf jeden Fall okay. Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Kollegen. Den Wagen gibt es nämlich auch, den zeige ich euch jetzt schnell, dann gehen wir direkt mit den nächsten Varianten weiter, weil das ist jetzt nur so ein kurzer Zwischenstep, aber ich wollte ihn trotzdem mal gezeigt haben, weil er ziemlich nice aussieht, ich großer Fan deswegen bin. Der Aperta ist nämlich der Spider davon, oder wir nehmen einfach den Anniversary, ich glaube wir nehmen den Anniversary direkt, dann haben wir die Special-Variante, oder? Ne, ich will den Corsa eigentlich auch fahren. Oh, wir haben einen Movitec. Oh, woran könnte das angelehnt sein? Wir nehmen kurz den Aperta. Ich mache den kurz kaputt. Ich will dich den kurz zeigen, weil ich sehr großer Fan bin vom 360-Modeller Spider. Weil ich ihn optisch sehr cool finde. Ich bin ehrlich, ich finde den Spider sehr, sehr geil. Bin ich ehrlich, ich finde den Spider doch sehr cool. Optisch. Ich finde bei dem Mod halt wirklich geil, wie sehr man diesen Motor sieht. Ne? Das ist schon eine sehr schöne Glasabdeckung für den Motorraum. So, den machen wir kurz kaputt, weil es dasselbe in hellblau, nur eben mit... mit ohne Dach vor allem. Wie mit ohne Schlagsahne, sowas, ne, in der Art. So, mal kurz hier in der Familie mal wieder ein paar Leute verprügeln, wie sich das gehört. Aber wollte ich euch nur kurz gezeigt haben, weil das Spider ist natürlich auch sehr optisch schön anzuschauen. Ein sehr nices Kfz, wie man sagen würde. Und ist gerade die Felge einfach rausgefallen. Der ist immer noch am Rumquietsch. Wo ist er denn hin?
Oh, er hat es ein paar Meter runtergeschafft. Aber ja, Schadensmodell doch, ist doch sehr lecker. Aber den wollte ich euch kurz gezeigt haben. Es gibt ein Cabrio. Was ziemlich cool ist, muss ich sagen. So, dann gehen wir mal auf den roten ein, den Corsair. Das müsste nämlich der 360 Challenge Stradale sein, wenn ich mich nicht irre. Track Focus Model with a more powerful engine, more aggressive body styling, lalala, Alcantara. Der Alcantara-Innenraum will ich jetzt mal angucken. Aber das dürfte der Challenge Stradale sein. Hoppala, wenn der mir gerade wunderbar runterrollt, weil ich... Wo ist denn jetzt Alcantara? Okay, das mit dem... Oh, mit den roten Türen und... okay, das sieht... Aber Lenkrad hat wirklich Alcantara und so. Boah, der Innenraum ist aber maximal sexy. Heilige Scheiße, ist das geil in Rot. Oh, dieser kleine Ganghebel, da kannst du so schön mit deinen zwei Fingerchen so, zack, kannst du Ding, in den Drive gehen. Aber das ist schon Innenraum schon lecker, lecker. Weil sieht aber außen gut aus. Wie gesagt, 360 Mode, krieg ich die Karre jetzt überhaupt angefahren? Hallo? 360 Mode, da halt einfach absolut geiles Fahrzeug. Vor allem, weil er halt eben ein bisschen raciger aus, wie vorher die krasseren Lufteinlässe. Die, ich weiß gar nicht, ob es BBS-Felgen waren damals, aber die sehen stark BBS-mäßig. Hoppla. Ah, ich glaube, wir haben irgendwo aufgesetzt. Er sieht stark BBS, wir sehen stark BBS-mäßig aus, wenn ich mal ehrlich bin. Aber na gut, wir schauen mal. Wir haben mehr Leistung. Da werden die Dinge einfach nur noch lauter oder werde ich einfach tauber? So. Oh, die kann man aber auch schön... wie bei jedem guten Treffen gegen den Bordstein sensen. Nice. Sehr gut gemacht, Lukas. So, hier rum. Komm, rum. Au. Halten Teil kurz eingedatscht, alles gut, passt schon. So, hier rum. Es ist schon eine geile Kiste. Also, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich großer Fan vom 360er, deswegen, ich finde die Kiste einfach super schön. Und den jetzt natürlich als Mod zu haben, aber in-game passend, also als eigene, sagen wir mal, in-game-Variante, bin ich doch sehr großer Fan von. Guck mal, man kann das wie in echten Unfällen, kann man sich richtig schön die Felge abreißen, wenn man es drauf anlegt. Die ganze Achsaufnahme hat es auch ein bisschen verabschiedet. Der Bremssattel liegt auch ein bisschen schön da. Ist doch nett. Ist doch nett ist es. Aber geil. So. Aber deswegen bin ich froh, dass wir eine, sagen wir mal, in die Spielwelt passende Adaptierung dieses Fahrzeugs haben. Und dann auch noch so schön umgesetzt. Ja, bisher bin ich sehr zufrieden. Fährt sich gut, klingt gut. Hat ein gutes Schadensmodell. Zeige ich euch jetzt gerade nochmal schön, indem ich einfach mal die Heckschicht... Oh Gott. Indem ich die Karre einfach komplett zerknautsche. Ah, da fliegt der Scheinwerfer. Jetzt habe ich wenigstens mal die Flugbahn gesehen. Der fliegt auf jeden Fall schön raus. Hopp, fährt er noch? Er kann theoretisch noch, nur weil vorne... Die Stoßstange hat sich gerade ganz eindeutig entschieden, hier zu bleiben. Und meine Lenkung macht... Macht die noch was? Ja, nicht mehr so wirklich, ne? Eher so ein bisschen weniger. Ich will mal gerade ganz kurz gucken. Ich will mal den Motorraum mal gerade anschauen. Weil da würde ich gerne mal hier... Kann man die aufmachen? Ja, kann man. Bleibt die auch auf? Wunderbar. Boah, hier kann man jetzt vor allem auch mal den Endtops schön sehen. Ne? Hier siehst du schön den Auspuff. Warte mal, wird der lauter, wenn ich das jetzt hier mache? Ah, krieg ich den da rausgeruppt? Ja, jetzt ist er auch so ein bisschen Damage. Das sieht auch richtig aus. Jetzt können wir die Klappe auch wieder zumachen, ne? Ja. Ja, ist Faltverdeck. Jetzt bin ich mal gespannt. Ohne den Schalldämpfer. Er schießt da zumindest schön im Motorraum. Gar nicht so viel lauter. Der ist einfach vorher schon assig laut. Aber ist okay so. Vor allem hat man jetzt direkt Schüsse direkt im Motorraum. Richtig gesund an der Stelle, dass man da Flammen wirft. Kann ich nur empfehlen. Im Motorraum Flammen werfen, immer ein guter Trick. Kommt auf jeder Party gut an. Und send it. Alter. Ich finde halt sehr geil, dass er seine Reifen so schnell verliert. Also muss ich wirklich sagen, das macht der Sache, dass es actionreicher wirkt, auf jeden Fall keinen Abbruch. Also das wirkt dadurch schon viel cooler, wenn die Karre halt bei jedem Einschlag direkt die Reifen abreißen. Und das macht ja bei dem Hit auch Sinn. Also ich meine, wo soll der Reifen da noch dran halten? Wir haben alle Achsteile zerprügelt, die ganze Karre ist platt. Ist schon... Muss ich wirklich sagen, ich bin noch ein bisschen begeistert von dem Mod. Finde ich gut. Also wie gesagt, die ein, zwei Glitches hier so ein bisschen... Oh, die Rückleuchte hängt ja auch noch so cool raus. Ich denke mal, damit kommt man aber klar, das ist auch so ein bisschen im Hintergrund, ist das dann auch immer noch BeamNG, ne? Das ist halt auch die Sache. So, die Anniversary Edition schenken wir uns jetzt mal. Dann haben wir, den hatten wir ja. Dann haben wir das Cup Car, also Rennfahrzeug. Dann haben wir eine Stance-Kiste, dann einen von Novitec, noch eine Trackday-Variante. Ich würde sagen, Cup Car schenken wir uns mal, wir nehmen gleich Trackday. Stance. Supercars are meant to be driven well. This one isn't lowered on a set of one-gun P2s. Is there a looker or not? Depends on who you ask. In the right body. This car is white. Ich will gerade, ob wir beide brauchen oder nur den.
Obwohl, der Extensen sieht hinten nochmal. Aber wo Whitebody nur. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Wir gehen erstmal in den Movitech rein. Modified by Movitech. Man könnte auch diesen ersten Buchstaben gegen ein N aussetzen, ersetzen, aber ich habe keine Ahnung, welche Marke dabei rauskommen könnte. This comes with a Stage 1 Twin Turbocharged. Wir haben ein paar Freundchen im Kofferraum. Sieht man die auch? Ich gucke gerade, ob man die Turboladerinos sieht. Oh, nee, du. Nee, die sieht man gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich so genau geguckt habe. Welche Turbolader? Hoppala, jetzt bin ich immer mal gespannt. Ja, natürlich, Markenname Novitec. Ich merke auch, wir haben ja keinen Schalldämpfer mehr. Jetzt macht das nur noch. Bam, 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 bam. Okay, bin mal gespannt. Warte mal. Dürften wir ja richtig Kasala haben, ne? Zwei Twin-Turbos da im Nacken dürften schon mal ein bisschen Druck machen bei der Kiste. Oh ja, machen sie auf jeden Fall auch. Heilige Scheiße. Da geht jetzt richtig was. Oh, da werden wir jetzt richtig schön abfliegen gehen. Ach du Scheiße. Jo, und ab geht's. Oh. Jo, da hat's die ganze rechte Seite des Fahrzeugs einmal komplett an der Leitplanke zerteilt. Tschüss, Reifen. Alter. Komisch, werde damit gerechnet, dass das nicht gut geht. Ach Mann, du. Ich bin echt begeistert vom Schaumspiel, finde ich gut. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal ein bisschen durchladen. Komm, ab geht's. Was ich sehr geil finde, dass sie bei dem Movitech hinten die Gitterabdeckung weggelassen haben. Dementsprechend komplett innen reingucken kannst. Du guckst aufs Getriebe, du guckst auf die Abgasanlage, direkt auf die Turbolader. Das ist optisch schon auf jeden Fall die ansprechende Art und Weise. Finde ich gut. Finde ich gut. Mein Kühlwasser überhitzt. How the fuck, Alter? Wir fahren mit dem Serienauto. Ich hab nichts kaputt gemacht. Oh, scheiße. Ja, doch, hab ich jetzt. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Eieieiei. So musst du auch erstmal ab. Alter. Den Pfosten von innen zu treffen, ist auch können. Fliegen wir jetzt nochmal von der Brücke runter oder schaffen wir es, hier oben zu bleiben? Gut, das könnte knapp werden. Nee, wir bleiben hier oben. Nee, wir fliegen auch. Ja, schöner Unfall. Alter. Ja, moin. Hier kann man eigentlich gar nicht hin, ne? Ne, eigentlich hat man hier nichts verloren, das ist hinter der Map, aber na gut. Er fährt noch. Rein theoretisch. Aber dass das Kühlwasser überhitzt, oh, also, dann ist ja hier bei Movitech, würde ich mal sagen, der Kühler ein bisschen unterdimensioniert, ja, würde ich mal fast behaupten. So, ich möchte jetzt mal, wir nehmen die Stance-Kisten und so, machen wir zum Ende, weil ich da am meisten Bock drauf habe, bin ich ehrlich. Wir gehen jetzt mal, nicht Redwood Falls, wo ist denn der Track hier? Hier ist der Racetrack, ne? Trackstrip. Racetrack, da wollen wir hin. Genau, da wollen wir hin, weil wir haben ja noch eine Rennvariante und eine Cup-Variante. So, sorry, hab mich kurz den Schlupf überholt. Aber haben wir jetzt hier die Trackday-Variante. Schön in der Renn-Livery, wie sich das gehört. Schön Flügel drauf bekommen. Traktionsrolle schmeißen wir trotzdem direkt wieder in den Jordan. See ya. Spoiler, ja, ein bisschen tiefer, eine schöne Lippe. Bodenfreiheit ist jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr gegeben. Ja, und im Innenraum, ich sag mal so, ist auf jeden Fall gut outgecaged. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, was der Kollege so kann hier auf dem Racetrack. Weil ich denke mal, dafür ist er ja gedacht. Schauen wir noch mal. Hat er noch einen Schalldämpfer? Ja, nicht mehr so viel, wenn, ne? So, hier einmal schön in die Kurve rein. Oh, man hört die schönen Rennbremsen schön quietschen. Wie geil. Okay, das ist das schönste Teil. Ja, die manuelle Schaltung würde ich auch empfehlen, da manuell zu schalten. Irgendwie ist die Spielautomatik kommt mit der Übersetzung von dem Auto nicht klar. Der schaltet immer viel zu früh hoch und dann hängst du voll in einem Drehzahlloch irgendwann. Uiuiui, jetzt sind wir ein bisschen untersteuern. Hoppala. So, zurück auf den Track, dankeschön. Oh ne, ich glaube, so viel Schalldämpfer haben wir nicht mehr. Dafür ist ganz schön viel Flammen. Mir gerade die Stoßstange kaputt gemacht mit dem Schild. Ganz schön viel Flammenwurf an der Heckpartie. Ich glaube, wir fahren nicht mehr so viel Schalldämpfer, weil. Ja, doch, wir schießen. Das eine oder andere Flämmchen kommt aus unserem Rennfahrzeug. Aber er fährt sich ganz gut. Ich darf nicht so weit einlenken, ich überlenke immer, dadurch fangen wir das Untersteuern an. Das kommt dadurch, weil ich überlenke. Und das muss ich mir ein bisschen mal abgewöhnen. Oh, schön Vollgas hier, gib ihm. Ist auch geil, bei den Schaltvorgängen siehst du richtig, wie der Motorblock dann da drin wankt. Muss immer drauf achten. Ganz entspannt hier rum. Ich bin wirklich begeistert von dem Mod. Also doch, also ich war mal vor den Chancen, da dachte ich, oh, aber es ist, ey, ich bin zufrieden mit dem Mod. Der fährt sich gut, der macht Spaß, er hat schöne Varianten. Ich habe dem Modder was Gutes getan.
Also damit bin ich vollkommen korrekt. Also der Wagen fährt sich wirklich sehr angenehm. Oh, hoppa, da hat die Stoßstange vorne auch mal angeeckt. Oh, die Stoßstange ist vorne jetzt nicht mehr ganz so fest. Alles gut, rumgekommen, alles gut. Ja, Stoßstange ist jetzt ein bisschen, ich glaube, wir haben sie vorne rechts aus der Fackung rausgerissen, als wir in dieser, ich nenne es mal Corkscrew, ein bisschen rapide aufgesetzt haben. Man fährt sich wirklich gut, wenn man sich da einmal drauf einlässt, kriegt man den wirklich schön ums Eck geworfen, ey. Da macht das richtig Böcke. Und vor allem mit der Klangkulisse zusammen und dem kleinen Flammenwerfer, den wir an unserer Heckpartie haben, passt das schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ich würde aber sagen, wir gehen mal wieder zurück in die City. Ich schmeiß den da einfach kurz mal die Berge runter, wenn das geht. Mal kurz gucken, ob wir da irgendwo einen Startpunkt finden. Wo ist denn da die City da? Ich gehe mal nach. Wir gehen aber nach. Ne, Chinatown ist nicht richtig. Wir wollen hier oben hin, ne? Ne, Industrial Area ist auch falsch. Ja, aber passt schon. Ist schon okay. Da können wir da hochfahren. Wir sind ja trotzdem halbwegs richtig hier. So, aber ich will den ganz kurz nochmal hier runterballern. Und dann gucken wir uns die anderen Cards jetzt nochmal an. Weil wir haben noch ein, zwei weitere Versionen, die wir anschauen wollen. Vor allem den Breitbau und auch den. Die Stance-Kiste. Ihr kennt mich. Das ist mein Fable. Das holt mich ab. Da bin ich sofort am Start. Und ich glaube, die Karre hier fliegt ganz gut. Plus hat kein Fahrwerk, was für Sprünge ausgebaut ist. Also perfekt für das, was wir hier vorhaben. Wetten wir, schaffen sie über den SUV drüber? Oh, wetten nicht. Oh, wetten wir, schlagen schon Feuer irgendwo. Oh Gott. Ja, wir haben ja einen Bügel. Alles gut. Ja. Der hat uns auch, glaube ich, gerade böse den Arsch gerettet, weil das hätte uns sonst maximal umgebracht. Ja, aber es ist ein schönes Endresultat. Wagen wie so eine Banane um diesen Baum gebogen. Das ist doch schick. Das ist doch schick. So, was nehmen wir jetzt als nächstes? Wir haben ja noch ein bisschen Auswahl. Das ist das Schöne. Also der Mod hat dadurch auf jeden Fall... Der Umfang ist auf jeden Fall ordentlich. Man hat alles Mögliche dabei. So, wir haben noch den GT Cup. Oh, das wäre es Full-Fledged Race Car. Ah, verdammt! Sequential? Oh Gott, der hat ja alles. Okay, mal gucken, ob wir den gleich noch fahren oder ob wir uns das schenken. Gucken mal. Dann haben wir GT Cup. Ich glaube, wir müssen den gleich noch fahren, weil die haben Sequential. Wir fahren das Track Day. Das Ding fahren wir nicht, aber den fahren wir gleich noch. Super Turbo Nobitech. Oh shit, der hat ja noch mehr Leistung. Ja, dann machen wir erstmal kurz Stance und White Body schnell. Alter. Ja, gut, ich will alle fahren. Es ist wirklich, alle sind. Oh, ja, die Hinterachse sieht auf jeden Fall für einen Ferrari passend aus. Heilige Scheiße. Wie sehr kommen wir jetzt noch über Bordstein? Hör doch mal auf, komme ich jetzt hier noch in meine Einfahrt rein, theoretisch, oder ist das schon Ende? Oh, oh, oh. Ah, ah. Schleift ein bisschen dann nur. Ah, ah, ah. Oh, oh. Ja, ja, Unterboden, dies, das, wunderbar. Du bist ja theoretisch bei solchen Steigungen schon, wenn ich da jetzt voll draufhämmer, schon voll aufsetzen, weil wir haben ja gar keine Bodenfreiheit vorhanden, ne? Cool. Ja, doch schon. Wir federn komplett durch. Warte mal, wir sind dadurch gerade abgehoben. Wir haben gerade durch die Schwelle da Bodenkontakt verloren, weil der Dämpfer einfach gar keinen Arbeitsweg hat. Aber nebenbei das braune Lederinterieur finde ich sehr. Also grundsätzlich kann er sieht sexy aus. Das ist natürlich absolut unbrauchbar, wie wir gerade sehen, weil das Fahrwerk innerhalb von 2 Sekunden schon am Durchschlagen ist. Oh Gott. Oh, oh, oh Gott. Moin, moin, moin. Ja, moin. Pff, guten Tag. Wie geht's Ihnen, ne? Öfters hier, ja, ja, ich stehe immer so rum. Hoppla, das ging nicht so gut. Aber ja, also der hat halt gar kein. Das Fahrwerk ist einfach bockenhart gemacht, damit du natürlich auch so tief fahren kannst, weil du willst ja nicht, dass er noch wer einfedert, weil sonst kommst du gegen das Blech. Also musst du ja alles bullenhart stellen. Das sieht cool aus, fällt sich natürlich in so einem Ferrari komplett Grütze. Aber ich finde es cool, dass es trotzdem eine Stance-Variante gibt. Es gibt die Stance-Community, mich zum Beispiel, ich finde sowas gut. Oh, Junge, wie der Reifen mit einem Eiern ist, weil der einfach nirgendwo hin darf. Und jetzt einmal schön in den Bordstein. Bam! Kuschweise hat sich Felgen nicht so eher gejuckt. Cool, okay, weiter geht's. Ich krieg gar keinen Grip auf die Straße, weil wir vielleicht eine Hälfte Reifenauflagefläche nutzen. Das ist nicht die richtige Menge Reifenauflage. Vielleicht. Tja. Oh, shit. Oh, 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 das. Oh, das wird jetzt schön. Oh. Jo, das hat ein. Oh, wir haben uns die Antriebswellen wirklich gebrochen. Nicht die Kardanwelle. Gibt eh keine Kardanwelle, weil wir haben ja. Frontantrieb. Wir haben Frontantrieb. Genau, Lukas. In dem Ferrari. Ja, ja. Listen and repeat. Wir haben Frontantrieb. Das halte ich mir jetzt selber immer wieder vor. Oh, ist doch schön.
Alter, vor allem hinten, den Jungen haben wir den da reingeprügelt. Der Motor ist auch ein gutes Stück nach vorne gerückt, wenn man mal sieht. Der hängt jetzt eher so ein bisschen hinter dem Fahrer und Beifahrer. Aber das vom Bild, vom Optischen, könnte das auch so ein typisches Ende von einem Tuning-Treffen sein, so in Amerika, wo man wieder jemand mit seinem Auto nicht unter Kontrolle hatte. So, ich möchte jetzt noch den Whitebody fahren, dann möchte ich noch den Super Turbo fahren und den GT Cup Sequential, weil sequenzielles Schaltgetriebe will ich mir nochmal, das könnte sich ein bisschen besser, oh, heilige Scheiße, okay, das ist breit. Boah, vor allem komplett rot ist, aber auch komplett edel, ne? Boah, das ist schon, boah, auch die Felgen kommen gut. Man merkt aber, dass die Tiefe hier auch schon wieder wild ist, weil die Hinterachse schon wieder komplett am Vibrieren ist. Oh, kleiner Ducktail. Es ist so ein bisschen, es ist Liberty Walk Style, aber sowas von. Eieiei, okay, der ist fahrwerkstechnisch auch wieder bullenhart und hat gar keinen Bock auf sein Leben. Eieiei. Boah, Junge, der ist am Hüppel. Mein Problem ist, jede Bodenwelle versetzt die Hinterachse, was natürlich jetzt richtig geil ist, weil du einfach gar keine Traktion hast. Also ich meine, sieht super fett aus. Schleift vorne auch die ganze Zeit, wie wir sehen. Aber der hat halt gar keine Chance auf Traktion, weil, ja. Ich glaube, ich brauche nicht anfangen, warum. Weil das Fahrwerk halt einfach bei jeder Bodenwelle direkt Kontakt verliert. Und das ist halt extrem nicht hilfreich. Eieiei. Wir haben heute aber eine schöne Auswahl an Unfällen. Also da kann man sich nicht beschweren. Alter. Irgendwie der hinten einfach so am Nachwirb ein bisschen pop. Also es ist halt wirklich. Man hat einfach Dämpfer genommen und die Feder weggelassen. Das ist das Ergebnis für ihn. Und Dämpfer hat man noch komplett zusammengedreht. Also der Stance fühlt sich sogar besser. Der Wagen ist hier halt einfach wirklich nur noch am Hüppeln. Sieht super geil aus, aber super unbrauchbar, fahrbar. Aber haben auch keinen Endschalldämpfer drin. Das ist schön, weil dadurch haben wir Rampampampampam. Oh, Alter. Und Rampampampampam ist ja erstmal was Gutes. Oh nein. Shit. Schön den Fender gestriffen. Zu teuer. Soll wieder 2000 Euro in GFK investieren. Oi, komm rum. Komm, und jetzt Vollgas hier. War noch nicht, vielleicht erst nach der Mautstelle, aber die schaffe ich sonst nicht. Ha! Ne, trotzdem angeeckt. Vergessen wir das. Oh Gott, komm. Nein! Hopp. Aber wir sind hier auf Autobahn schon richtig, da kann ich die Novitec gleich mal ausfahren. Die Bodenfreiheit ist aber auch so, dass man einfach schon sich grundsätzlich sagt, also sag ich selbst, das ist halt wirklich unbrauchbar. Du hast halt keinen Zentimeter mehr zum Boden. Komm jetzt. Alter, du hast halt nur Traktionsverlust. Yo. Okay, wir nehmen den Novitec, weil ich habe das Gefühl, da hat sich, den Movitec. Ich habe das Gefühl oder die Hoffnung, dass sich da die Tuning-Firma Gedanken gemacht hat, wie die Leistung, die man hier erzeugt, auch auf die Straße bringt. Movitec Super Turbo. Custom Body Kit. Stage 2 Twin Turbo und Movitec FN1 Centerlack Felgen. Na, gucken wir mal. Oh, wirklich Blackout. Boah, schwarze Rückleuchten. Alter, ist das edel. Das ist ja mal richtig geil. Movitec Schriftzug. Sieht man den Turbolader trotzdem. Diesmal ist eine Abbildung darüber, weil man nicht ganz so krass sein möchte. Aber da sieht man unsere Stage 2 Turboladerinos. Bin mal gespannt. Dann fahren wir nach das Race-Car nochmal, weil ich will auf jeden Fall mal sequenzielle Schaltung in dem Mod probieren, wie diese so fährt. So. Guck mal, wir haben mehr Traktion als der Stance-Boy und das mit viel mehr Leistung. Oh ja, mit viel mehr Leistung. Heilige Mutter. Man, das sieht mit dem komplett schwarzen Rückleuchten aber auch brutal fies aus, der Wagen, ne? Uhuhuhu. Ja, der liegt viel stabiler. Und, der Turbolader überhitzt. Oh, wir hängen bei 300 mit Grenzer, also wir beschleunigen krass, aber wir haben nicht viel Topspeed. Das ist schade. Oh, das ist schade. Oh, das ist auch schade. Oh. Da habe ich die Hälfte der Karre erstmal nach vorne an der Tür gelassen. Heieieiei. Da haben wir jetzt erschrappt, ey. Ich mag die Unfälle mit dem Auto, die machen Spaß. Die Unfälle machen damit Spaß. Aber gut, der kriegt die Leistung gerade auf die Straße. Was daran liegt, dass er ein Fahrwerk hat, was arbeitet und Reifen, die komplette Auflagefläche auf die Straße drücken und nicht daneben. Das sind die kleinen Unterschiede. Boah, der klingt im Innenraum aber auch gut. Im Innenraum habe ich nur gar keine Kontrolle über dieses Fahrzeug. Nachteil ist ja wirklich, dass man bei 300 im Begrenzer rennt. Das macht es halt ein bisschen lame. Und da müsste halt noch mehr gehen. Ich dachte, ich ramme da mal rein, aber das war... Guck mal, da dreht sich der Reifen noch. Diesmal ist der Reifen dran geblieben. Aber auch nur, weil er so in die Karre reingeprügelt ist, dass er gar nicht mehr woanders hin konnte. Alter, okay.
Der fährt da einfach durch unsere Teile durch. So, letztes Fahrzeug für heute. Ist auf jeden Fall umfangreich. Ich weiß nicht, warum der da gerade einen Handbremsturn in die Wand reinschämmert. Es war jetzt nicht so akut nötig. So, komplettes Rennfahrzeug. CGT, one way. Breiter und sequenziell. Klingt gut. Bin mal gespannt. Oh ja, okay, das sieht nochmal ein bisschen ernster aus. Oh ja, das sieht nochmal ein bisschen ernster aus. Traktionskontrolle mache ich trotzdem wieder aus, was lustiger ist. Bin mal gespannt, die Schaltung dürfte jetzt ein bisschen besser funktionieren. Oh ja. Oh ja, die Gangwechsel sind ja kein Vergleich zu vorher. Alter Verwalter. Oh ja, schön, Flammenwerfer tun wir auch wieder. Ja, aber das Schaltgetriebe funktioniert jetzt mal richtig, wenn du Automatik eingestellt hast. Das macht, was es soll. Das schaltet schnell genug, es wechselt auch die Gänge, das schaltet auch nicht unnötig hoch, um Sprit zu sparen oder was auch immer einen anderen Klumpatsch das Ding da machen will. Ja, hier kannst du richtig mitfahren. Vor allem, ey, wir haben Traktion, das Fahrrad Traktionskontrolle, den kann voll rausstempeln. Rennreifen sind einfach Feines, ne? Die packen halt den Asphalt. Oh, shit. Ja, wollte ich gerade sagen. Hoppla, 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 alles gut. Oh, die Hinterachse ist krumm. Naja, nicht mehr so gut. Ja, okay, jetzt ist vorne auch alles krumm. Oder? Ich mach mal kurz heil, ich will ja weiterfahren. Oh, komm. Grip. Jetzt. Wunderbar, weiter jetzt. Boah, das Übersteuern muss man so ein bisschen abfangen. Da muss man ein bisschen mit rechnen, weil sonst wird's fies. Wenn das nicht im richtigen Zeitpunkt abfängt, gibt's einen Einschlag. Ah, Bordstein geklippt. Ui, alles gut. Ja, okay, der Track Day. Was war das denn da? Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ja, da ist jetzt gerade alles weg. Ja, fährt aber noch normal. Hä? Ach, krass. Da hab ich mich jetzt gerade drauf festgefahren. Die Bordsteinkante gerade, Alter. Junge, wir sind ja so tief gewesen, dass er sich komplett drauf aufgehangen hat. Boah, die Semis sehen aber, Alter, die Slicks sehen aber auch geil. Guck dir mal die Textur der Slicks an. Alter, geil. Das ist schon gut. Mal gucken dir mal die Felge an. Auch schon gut. Warte mal, ich will den jetzt gerade noch weiterfahren, weil der Wagen ist an sich noch echt gerade funktionsfähig. Ich muss hier kurz gucken, dass ich den irgendwie hier rüber runterkriege. Oh, von der Bordsteinkante kriege, weil wir da drauf gefahren sind. Weil der fährt erstaunlicherweise noch sehr gut. Wir haben vorhin links einen Platten. Aber das war's, glaube ich. Oh ja, okay, da fehlt ein bisschen Reifen. Aber sonst war's das, glaube ich. Ah, irgendwas lenkt nicht mehr richtig. Oder? Doch, lenkt doch alles richtig. Wir schleifen mal nur wie die Hölle. Warte mal. Ah, jetzt geht's. Ah, wir haben wieder aufgesetzt hier wegen dem Feld. Er ist ein Rennwagen, der darf ja tief sein. Oh Gott, ich kann's ja gar nicht mehr lenken. Weiter geht's. Ja, ich lenke ein, aber es passiert nichts mehr. Also, der platte Reifen vorne nimmt mir so viel Traktion weg. Dass wir den jetzt hier mal... Na, shit, ich wollte da drauf fahren. Mann, das wäre so cool geworden. Oh Gott. Ja, das darf man nicht sehen. Bitte sensieren. Aber, also der gefällt mir nochmal ein bisschen besser. Also, wie gesagt, die Trackday-Variante ist schon geil, aber der Kollege fährt natürlich nochmal, es ist ein Rennwagen, man merkt einfach den Unterschied. Aber sonst wirklich sehr, sehr guter Mod. Ich packe euch den Link auf jeden Fall mal rein. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn ihr erstmal ausprobieren wollt, wie gesagt, lade ich ruhig erstmal die Demo-Version runter, könnt ihr mit dem Basisauto ein bisschen ausprobieren, ob euch das gefällt. Sonst, wie gesagt, modtechnisch bin ich sehr begeistert davon. Hoher Detailgrad, die Autos funktionieren geil, fahren gut, Schadensmodell ist gut. Also es ist wirklich durchweg ein sehr, sehr geiler Mod, der hier entstanden worden ist. Hat der Modder auf jeden Fall den Support verstanden. Nicht verstanden, sondern verdient. Verdient war das, was ich sagen wollte. Was ich auch verdient hätte, wäre ein Like für dieses Video. Ich sag mal so, ich sag, wie es ist. Wenn ihr sagt, oh, wäre ein ganz cooles Video, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss. They thought I lost a stepping. I bet on me and my